Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge StarCraft 2 1 plus 1 mit mir, eurem Rob, bei der Multibam-Bande gegen den Kaboom. Irgendwie sagt mir was. Nimm Zufalls-Dia-Spieler auf Königstrand LE. Kaboom, irgendwo schon mal gehört, keine Ahnung. Ob ich den schon mal hatte, da wieder keins, kann ich euch nicht sagen. Wir werden einfach Standard spielen und gucken, was er ist. Wir gehen auf jeden Fall mit einer Drohne scouten. Nicht, dass er Zerg ist. Das wäre dann unschön. Bei ZVZ kommt zum an, wer zuerst die Linge hat. Und da geht auch gerade die Stimme wieder ein bisschen weg. So, jetzt müssen wir da gehen. Sonne geht scouten. Der Overlord geht zur dritten. Und wir nehmen den Gas First. Hallo, BE, ja jetzt. So, könnte immer noch Zerg sein, dann spielt der Poolfürst nächste Rano. Hoffen wir mal, ist es nicht die Main Race. So, schnell ins Gas gerettet, selber Gas nehmen. Es wird ein Reaper kommen, wie es aussieht, weil er gleich früh rechtzeitig Gas gemeint. Ich werde es hier nicht durchkommen lassen. Aber ich möchte auch diese Drohne nicht unbedingt verlieren. Nein, es kommt Reaktor dran. Okay. Und eine Echse geht bei ihnen klar, das ist okay. Wir bauen nur ein paar Stresslinge. Mehr geht ja eh noch nicht, weil wir brauchen Gas. Queen dazu, zweite kommt. Und wir drohen einfach weiter hoch. Den darf ich nicht verlieren. Nein, 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 das war unklug jetzt. Und wir nehmen auf jeden Fall Bailing Nest dazu. Und natürlich noch mehr Overlords. KRX, das ist sehr gut. Er darf von mir aus diese Satellitenzentrale oder die Echse haben. Nur bemeinern am liebsten nicht. Okay, es kommen Aliens. Aber auch nicht so dramatisch. Da hat auch nur 2 gebaut, zur Sicherheit. Ich habe natürlich jetzt extrem viele Angstlinge gebaut. Weil ich Angst habe. Aber wir machen jetzt einfach weiter. Nehmen die Echse noch. Ja, das ist ja wieder mit dieser komischen Double Ramp. So, und sobald dann die dritte steht, gehen wir auf Link Production. Und gucken, ob wir mit Link Banning weiterkommen. Auf jeden Fall kommen erstmal noch keine Tanks, denn es war kein, wie heißt es denn? Es war ein Reaktor dran und keine Tech Lab. So, noch ein paar Overlords mehr. Du gehst mal scouten, du gehst mal da scouten, du fliegst mal ein Stück weiter weg. Da kommen die Aliens, da sind viele Aliens.
Ja, ich kaufe mir nur Zeit. Mehr mache ich gerade nicht, einfach nur Zeit kaufen. Natürlich noch ein Schößling nebenbei bauen. So. Dann würde bestimmt auch gleich wiederkommen, aber die dritte, die muss ich unbedingt bekommen. Das hilft alles nichts. Brauche ich. Bisschen Zeit habe ich mir erkauft. Also nur hier jetzt anscheinend, okay. Er will mich anscheinend auf Tubeck sehen. Na dann soll er das so machen. Ja, überall das gleiche. Ein Stress-Terraner. Mehr ist das nicht hier. Hey. Perfekt zum Scouten, okay. Und er würde jetzt auf jeden Fall was gegen Mutas bauen. Oh, so viel habe ich ja noch gar nicht. Wir können ja noch ein bisschen was anderes anfangen, aber ich bin auf jeden Fall hinten. Wird bestimmt schon die dritte haben. Und mit meinen paar Muten. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal gucken. Luftabwehrtürmchen überall gebaut. Haben wir Speed für die Banelinge? Jetzt haben wir Speed für die Banelinge. Und auch schon Tore dabei. Totaler Mech-Style. Okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Müssen wir gucken, was wir machen können. Und spielen es nur noch Banelinge. Oder haben nicht genug Mineralien für die dritte. So, wenn Bailing Speed durch ist, dann muss ich einfach ein Go machen. Das sieht sonst schlecht aus. Hat er schon irgendwelche Upgrades gehabt? Habe ich gar nicht gescoutet. Auf jeden Fall Tore dabei.
Linge noch dazu, Injects. Hier kann ich nochmal eine Queen bauen. So, hier würde ich am liebsten mal eine Queen bauen, aber kann ich noch nicht, weil ich noch keine Base da habe. So, da haben wir auf jeden Fall Arbeiter bekommen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Er schmeißt Mule. Und wir bauen weiter Linge. So, Injects natürlich überall vergessen. Er kann halt fett Mule schmeißen, das kann ich nicht. Ich baue noch eine nächste Base. Ich baue noch mehr Upgrades. Und ich muss hochdecken. So, komm jetzt hier, kann ich noch eine Queen nehmen, soll's. Ein paar Linge noch, Drohnen noch dazu. Hier noch injecten. Da unten kommt irgendwas, da kommt was. Ja, gegen Mac, Alter. GG. Hier, GG. Das ist Schwachsinn, gegen Mac zu spielen. Ich kann's einfach nicht gegen Mac. Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich gut durchgekommen, aber hat trotzdem nicht gereicht. Hier Werte, Armee, Apparate, Ressourcen. Da schmeißt halt die Mule. Du bist chancenlos, theoretisch. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssi, euer Rob.